Jetzt der nächste Bruder, Assalamu alaikum. Alaikum Assalam. Bruder, vielleicht stellst du dich einfach mal vor, wie alt du bist, wie du heißt und wie lange du schon Muslim bist. Okay. Mein Name ist Jinan Shahid. Ich bin 33 Jahre und im Januar 2000 bin ich zum Islam konvertiert. Masha'Allah. Was warst du vorher gewesen und was war der Weg, der dich zum Islam geführt hat, die Begegnung mit den Muslimen oder? Also Begegnung hatte ich eigentlich jeden Tag von Kindheit an, immer mit arabisch-türkischen Kollegen war ich immer zusammen. Und ich meine gut, die waren nicht praktizierend, aber halt die Brüderlichkeit miteinander, das hat mich immer sehr angesprochen. Und das allererste, also subhanallah, ich kam mit dem Wort Islam schon von Kindergartenzeit an. Da fällt mir mein türkischer erster Freund, heißt Neşet Islam. Und das war damals gab es das gar nicht, wenn irgendwie ein Kind zum anderen Kind kam, der musste draußen bleiben, wenn Essen gab, oder hat im Kinderzimmer, konnte weiterspielen, aber wurde niemals zur Küche gebeten. Ne? Und dann ich war dann halt da zum Spielen und die gab es für Essen. Und dann haben die halt gesagt, ja, mein alter Name Andi. Und er sagt, Andi, komm mit zum Essen. Ich habe gesagt, ich? Ich habe mir gedacht, was ist das? Ich kenne das gar nicht. Bin ich gegangen, alhamdulillah, habe ich gegessen. Und dann bin ich nach Hause gegangen zu meiner Mutter. Die hat Essen bereitet und die sagt, ja, hier ist. Ich habe gesagt, nein, ich möchte nicht essen, ich habe keinen Hunger, ich habe bei Neşet gegessen. Wie, du hast bei Neşet gegessen, wo gibt's das denn? Ne, und da habe ich gesagt, ja, da gibt's Essen, da wird man nicht weggeschickt oder so, ne? Oder draußen muss man warten. Also das war schon so eine erste Begegnung gewesen. Da habe ich schon gedacht, Islam, und da war schon türkisch, Muslim. Aber du bist ja dann viele Jahre später zum Islam gekommen. Richtig. Ist das dann dazu gekommen? Subhanallah, also aus Fehler lernt man, sag ich mal, ne? Also ich habe viele Fehler begangen. Ich habe viele Fehler begangen und immer wenn ich, sag ich mal, irgendwie, weiß nicht, wenn ich Wochenende im Bett lag, zu Hause angekommen, wenn ich ankam, sag ich mal, ne? Ja. Dann manchmal kam es noch nicht an. Ja, manchmal nicht. Subhanallah. Ne? Und dann habe ich mir auch immer Gott gesagt, ich habe immer gesagt, Gott, verzeih mir, was habe ich getan? Ob, wie du sagst, gerade Fußball, ne? Schalke und so ein Quatsch da, ne? Ja. Die Fußballspieler da anzuhimmeln und so, ist total Unsinn. Ne? Ja. Die bringen einen nicht weiter. Und ja, habe ich immer gesagt, Gott verzeih mir und hin und her immer wieder. Und dann halt Sommer 99, also ungefähr ein halbes Jahr, bevor ich zum Islam konvertiert wurde, war ich an einer Firma am Arbeiten, da war ein türkischer Imam, ne, also ein Hodja, sagen die türkischen Leute. Und der hat mir, ich habe gesagt, ja, bring mir den Koran. Einfach so, ich weiß nicht. Subhanallah, ich habe mich immer mit, die Brüderlichkeit hat mich angesprochen und habe gesagt, ihr seid Muslim, ich möchte mal den Koran lesen. Denn damals, in jungen Jahren, ich wurde konfirmiert, ich war evangelisch. Ja. Ne, und ja, habe ich die Bibel gelesen, ne, aber hat nicht so viel gebracht. Und als Kind habe ich immer auch so überlegt, im Biologieunterricht sagen die Lehrer mir, ich stamme vom Affen ab und im Religionsunterricht von Adam und Eva. Wie geht das? Sonst wird kein Affe mehr geben, sage ich mal. Ne? Ja. Subhanallah. Ja, und dann, alhamdulillah, habe ich den Koran gelesen, 99, und das war, wie gesagt, Sommer fing das an, alle Leute, Biergärten, die ganzen Kollegen von früher, Schwimmbäder, alhamdulillah, ich bin zu Hause geblieben, immer gelesen, lesen, lesen, jeden Tag, ne, alhamdulillah, und Allah hat mir richtig Stärke im Herzen gegeben, Licht im Herzen, alhamdulillah, und ich fing immer mehr dran zu, also da konnte man gar nicht mehr von abweichen, das geht gar nicht. Naja, Subhanallah. Ja, und Allahu Akbar, also meine Eltern haben alhamdulillah auch kein Problem, wie bei dem Bruder Daud auch. Alhamdulillah. Meine Mutter geht türkischen, arabischen Laden, sie sagt auch, ist das halal? Und sie wusste nicht das Wort halal. Sie sagt, ist das so geschlachtet? Naja. Alhamdulillah. Möge Allah sie recht leiten. Inshallah. Amen. Ja. Hast du noch eine Botschaft oder willst du noch was sagen? Sag ruhig. Ja, inshallah. Ich sage, meine Brüder, die mich nicht kennen oder halt die mich kennen von damals, ihr müsst mehr tun. Ne? Tut das, was im Koran steht. Lest den Koran nicht nur auf Arabisch lesen, sondern auch auf der Sprache, die ihr versteht. Ja. Weil ihr müsst danach leben. Das ist das Lexikon des Lebens. Richtig. Ne? Und und für die Ungläubigen sage ich mal, inshallah, dass die Gläubige werden. Ich sage, lasst euch nicht von den Medien verrückt machen. Möge dieser Präsident oder der Präsident irgendwas reden von uns Muslimen. Ist alles Quatsch. Die ganze
die ganzen Vorurteile weglassen und selbst den Koran am besten lesen. Allahu Akbar. Jazakallah. Das ist wahrscheinlich die beste Nasihat, Koran selber lesen. Jazakallah. Jazakallah.